Ja, hallo. Bodo Schiffmann will keine faschistoide Gesundheitsdiktatur. Ja, das ist das, worum es ja eigentlich bei Corona geht. Ja, es geht einfach darum, übernimmt sozusagen die Medizinindustrie und die pharmazeutische Industrie als sozial-marktwirtschaftliche Industrie mit allen ihren Profitinteressen und Gewinninteressen sozusagen die Herrschaft über Deutschland und die Welt oder nicht? Darum geht es letztendlich, ja? Ich rücke gerade mal unser Tagesbild noch ein paar Millimeter tiefer. So, ich glaube, so ist doch gut, ne? Ja. Dann sozusagen keine faschistoide Gesundheitsdiktatur. Ja? Seit Jahrzehnten erleben wir, dass die Medien voll sind mit Horrormeldungen über die schrecklichen Missstände in der Medizinindustrie und der Pharmaindustrie. Besonders in Erinnerung sind mir der SWR, also der Südwestrundfunk Fernsehen, wo immer wieder Fernsehsendungen kamen, die Horrorgeschichten über das, was die Medizinindustrie gegen in der Medizinindustrie ohne bewusste und böse Absichten, aber dennoch gegen die Bevölkerung geschieht. Wie zum Beispiel diese ganzen Arte-Fernsehsendungen von die Profiteure der Angst bis zur schrecklichen Opioidskrise, wo quasi ein Pharmakonzern in den USA angeblich 200.000 Menschen umgebracht hat, über den Weg, dass er sie tablettensüchtig gemacht hat und dadurch dann in den Tod geführt hat, ja. Also seit Jahrzehnten haben wir sowas. Professor Hacketal, Julius Hacketal, Vorsicht Arzt oder Franz Konz, rund um den ganz viele Ärzte gesagt haben, da stimmt doch was nicht mit unserem Gesundheitswesen und so weiter. Irgendwas ist doch da zutiefst faul daran. Und das ist ja jetzt eben durch die Forschung bestätigt worden oder durch die also letztendlich durch die Next Scientists for Future ja bestätigt worden. Wo ist es? Wo haben wir es denn? Ach so, müssen wir gerade noch aufklicken hier. Ja, also hier. Der erste Früharzt der Evolution lebte noch in der Wahrheit und sagte: Ja, ihr müsst euch erstmal naturbelassen ernähren, naturbelassen bewegen, naturbelassen in euren Kommunen Liebesleben haben, damit ihr eben seelisch nicht süchtig werdet nach irgendwelchen anderen Dingen. Ihr müsst glücklich sein, gesund und euch viel bewegen und so weiter. Also eigentlich euer naturbelassenen Lebensstil müsst ihr weiterführen. Dann habt ihr starke Immunsysteme, braucht euch um große oder kleine Krankheitsursachen nicht zu kümmern. Dann seid ihr stark sozusagen, euer Immunsystem stark. Und dann kommt irgendwann der erste sich irrende Früharzt unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung. Und der verändert alles, weil der irrt sich und der sagt, nein, ihr könnt ruhig das ganze moderne, denaturierte Zeug essen. Nein, also ist ja ekelhaft, euer Liebesleben, das ist unkeusch, unmoralisch, das hört auf damit, ja. Das braucht ihr nicht. Niemand braucht Sex und Liebe und so weiter. Das ist ja unmoralisch, unkeusch und so weiter. Und dann, ja, gesund bleiben könnt ihr nur, wenn ihr alles kauft von mir, von Impfungen über Tests bis hin zu Chemotherapien und Antibiotika und Operationen. Nur dann könnt ihr gesund leben. Und natürlich dieser hier, da der die Leute regelrecht in den falschen Lebensstil hineinredet, in den krankmachenden Ernährungs- und Lebensstil hineinredet, sozusagen, kann er natürlich unheimlich viel verkaufen, viele Maßnahmen verkaufen. Hier zwei Kinder,
drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren, also eine Großfamilie der Medizinprofessoren begründen, während diese Linie aussterben wird unter Marktbedingungen. Da er ja die Leute gesund hält, kann er ihnen nichts verkaufen und geht deswegen pleite. Ne? Und diese Erkenntnis ist quasi die zentrale Erkenntnis, wenn man jetzt noch dazu nimmt hier, dass der eben ja gesagt hat, ja, also kleine oder große Krankheitserreger können euch nichts antun, sagt der ja quasi aus seinen Irrtümern heraus, sagt ja, ach nein, also alle diese Kleinstlebewesen, die machen euch total krank, also später dann Viren und Bakterien bringen euch alle um. Ja, und das heißt, diese Tendenz zur Gefährlichkeitsüberschätzung steckt im marktwirtschaftlichen Gesundheitssystem als Grundkrankheit drin. Und deswegen müssen wir die Marktwirtschaft beenden und müssen zum Beispiel alle Verdienstzuschläge für Ärzte und Heiler und Heilpraktiker und Psychologen und so weiter abhängig machen von den Wohlfühlstimmen aller Bürger und aller Kunden, von den Wohlfühlstimmen, von den Gesundheitsdaten und von den Langlebigkeitsdaten und von den Wirtschaftswunderdaten. Also von vier Daten müssen wir im Prinzip jeden Verdienstzuschlag abhängig machen, sodass dann also nur noch ein Arzt, wenn er in der Wahrheit ist und wahrheitsorientiert ist, also Ernährungsmedizin betreibt, Lebensstilmedizin betreibt und so weiter, dann nur dann sozusagen kriegt er noch Verdienstzuschläge. Und ansonsten geht er pleite, wenn er sich nicht umstellt sozusagen. Und Schluck Wasser. Und genau das ist ja der Punkt. Immer wieder gibt es einmal Millionen von Mainstream-Ärzten, die einfach gutes Geld machen. Und dann gibt es immer die Ausnahmeerscheinung, die also sagen, ja, hoppla, da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht. Wie gesagt, die Ärzte rund um Franz Konz, der Professor Hacketal, ja, mit seinem Vorsicht Arzt. Oder die ganzen vielen Fernsehberichte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens über die schrecklichen Missstände der Medizinindustrie und der Pharmaindustrie und so weiter. Alle und all die Ärzte, die jetzt bei Corona sagen, ja Vorsicht, natürlich kann ich mehr Impfungen verkaufen, wenn ich einfach alles übernehme, was von oben kommt, vom Mainstream der Medizin, aber ich bin doch auch als Arzt irgendwo der Wahrheit verpflichtet und da habe ich so meine Zweifel an Corona und so weiter. Und das sind eben die guten Ärzte, wie wir auch viele bei den Next Scientists for Future.de dabei haben, sozusagen solche guten Ärzte sind eben die, die sagen, ja, ich darf doch nicht alles glauben, was eine kommerziell interessierte Medizinobrigkeit mir bringen will. Ich muss doch mich selber fragen, sind die Nutzen von Impfungen größer als die Schäden? Sind die Nutzen von den und den Maßnahmen größer als die Schäden? Ich habe doch auch irgendwie eine Verpflichtung, nicht nur gegenüber dem Geldverdienen, sondern auch gegenüber der Wahrheit und meinem Kunden gegenüber, meinen Patienten oder meinen Kunden. Ja? Und diese Ausnahmeärzte werden jetzt natürlich vom Mainstream bekämpft und darum geht's ja nur. Ja? Ich mache mal nur ein Beispiel. Zum Beispiel, da gab es ja dieses Video, Zerstörung des Corona-Hypes durch einen Ulmer Psychologiestudenten, der natürlich jetzt auch massiv angegriffen wurde, obwohl er eben auch eben sagt, ich gehöre ja eben zum Gesundheitsbereich und meine Aufgabe besteht nicht nur darin, bereitwillig alle Möglichkeiten zum Geldverdienen anzunehmen, sondern ich bin irgendwo auch noch der Wahrheit und meinen Kunden verpflichtet. Ne? Dann gab es einen Kritiker an dem Video, die Zerstörung des Corona-Hypes. Der will einfach, und das zeigt sich am Ende seiner ganzen, ja, sinnlos übermäßigen Ausführungen, der will einfach nur die Medizinindustrie noch mehr ins Zentrum der Gesellschaften und der Welt rücken, ja.
So nach dem Motto, wir geben bis jetzt, was weiß ich, nur ein Drittel unserer Lebensenergie aus für die Medizinindustrie. Wir sollten mal langsam die Hälfte ausgeben für die Medizinindustrie, ja. So ungefähr, ja. Und er sagt dann so einen Satz so ungefähr wie, wir sollten viel mehr Maßnahmen für die Eindämmung der Grippe jedes Jahr treffen. Ja? Also das heißt, er will, dass das, was wir jetzt bei Corona machen, will er im Prinzip jedes Jahr machen. Das bedeutet, dass wir genau genommen quasi Europa total zerstören sollen. Europa und Deutschland würde das total zerstören, weil wir unser ganzes Leben der Medizinindustrie widmen, unsere ganze Wirtschaft ruinieren, unsere ganze Volkswirtschaft ruinieren und so weiter. Das heißt also, er will quasi, dass wir es Europa mit seinem Erfolg sozusagen, dass wir Europa umbringen, ne? Das will er eigentlich. Hauptsache, die Medizinindustrie und die Pharmaindustrie verdient gut und verdient mehr. Ja. Ja. Dann, wo ist es? Dann eine andere Sendung sagt ganz klar, wir haben 400.000 Tote in Deutschland jedes Jahr durch Ernährung. Wie viel hatten wir? In Schweden hatten wir in den letzten 150 Tagen lächerliche 5.000 angebliche Corona-Tote. In Deutschland mit ganz vielen Maßnahmen angeblich 8.000 angebliche Corona-Tote. Schweden ist viel wichtiger, weil da muss man sich klar machen, also in 150 Tagen sterben normalerweise in Schweden, ich glaube, 60.000 Menschen. Also im Winter sterben bis zu 400 Menschen ganz normal in Schweden, ja, pro Tag. Und 400 mal 150 Tage würde bedeuten, 4 mal 15, 400 mal 15, vielleicht mache ich das besser mal vor, bevor wir uns über die Nullen streiten, mache ich das doch am besten mal hier vor. Taschenrechnerchen hier, gucken, rücken wir das mal ein bisschen hier, haben wir es, glaube ich, schön im Bild. Ich glaube, Sie können alles sehen. Also 400 pro Tag in Schweden. Bis zu 400 mal 150 Tage. Es geht ja nur um die Größenordnung. Es geht nicht um so um ein paar Details. Ja, wie ich gesagt habe, 60.000 Tote in 150 Tagen. Und wenn man dann, nehmen wir mal an, es wären jetzt nicht 5.000 Tote, sondern 6.000 Tote. Dann sozusagen sind das 10%, also 10% aller, die normalerweise in den letzten 50 Tagen normalerweise ganz normal jeden Winter in Schweden sterben. 10% von denen wurden trotz der Corona-Testwut und möglicher falsch positiver Tests wurden also nur 10% der normalen Todesfälle als Corona zugeordnet, sozusagen. Ja, das finde ich keine erschreckenden Zahlen. Das dürfte in der Größenordnung von einer kräftigen Grippe liegen höchstens. Und ja, und kein Grund zur Besorgnis und kein Grund dafür, Europa, Schweden, Deutschland total zu ruinieren. Ne? Ja, dann sagt also 400.000 Tote in Deutschland ganz normal, also von den circa 1 Million, also sagen wir 940.000, sagen wir über den Daumen 1 Million Tote in Deutschland, die ganz normal in Deutschland sterben, jedes Jahr sozusagen.
Von denen sterben angeblich ja 400.000 jedes Jahr an krankmachender Ernährung unserer Supermärkte, Restaurants und so weiter, ja. Und dagegen wird überhaupt nichts unternommen. Also man unternimmt was gegen, was weiß ich, gegen 20, 30.000 mögliche Corona-Tote, unternimmt man einen radikalen Lockdown. Aber gegen sozusagen, aber man führt eben nicht die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten ein zur Berechnung jedes Verdienstzuschlages, womit wir innerhalb kürzester Zeit diese 400.000 Tote durch Ernährung jedes Jahr, durch krankmachende Ernährung sofort weg hätten, weil alle Ärzte, alle Lebensmittel, Supermarktleiter, alle würden nur noch ein Arbeitsziel haben. Gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil, gesunde Bewegung, Gesundheit der Bevölkerung, eine fitte, leistungsfähige Bevölkerung in den Betrieben, die Top-Produkte entwickelt und erforscht und die europäische Wirtschaft an die Nummer 1 der Welt bringt. Ja? Das würde sofort geschehen. Ja? Aber darum kümmert man sich nicht. Ne? Man kümmert sich darum, dass man ein riesiges Medizin- und Pharmaindustriegeschäft begünstigt, vielleicht, sagen wir mal, wenn wir keinen Lockdown in Deutschland gemacht hätten, hätten wir vielleicht 30.000 Corona-Tote gehabt. Wir hatten 2018 25.100 angebliche Grippetote. Na gut, dann hätten wir halt eine kleine Schwankung gehabt und hätten 30.000 Corona-Tote gehabt. Anstatt dass wir uns um die Todesursachen kümmern, die jedes Jahr, also ja, wie gesagt, 400.000 Tote durch krankmachende Ernährung kümmern, also anstatt dass wir uns um die Riesenzahlen kümmern und uns fragen, woran sterben denn die Menschen alle schon mit 80, wo doch unsere Genetik angeblich laut Professor Sven Völpel ungefähr, streiten wir nicht über 10 Jahre, ja, genetisch ein Potenzial von 127 Jahren haben, plus minus natürlich ungefähr. Warum sterben die Leute 47 Jahre früher? Ja? Und anstatt dass wir uns darum kümmern, dass wir diese echten großen Todesursachen sozusagen daran gehen, machen wir ein Riesengeschäft, um 30.000 Menschen zu schützen. Und dieser eine schlägt ja vor, dass wir jetzt jedes Jahr versuchen, diese 25.000 Grippetoten von 2018 zu verhindern. Anstatt dass wir uns um die 400.000 Ernährungstoten jedes Jahr kümmern, ja, und die das verhindern, ne? Und ja, so. In Großbritannien müsste es jetzt ja, ah ja, gehen wir mal wieder zu unserem schönen Tagesbild zurück. Na, falsches Bild. Ach so, da ist das Tagesbild. Ja, in Großbritannien müsste es ja jetzt Massentote geben. Überall müsste es ja, wenn es ein Killer-Virus ist, müsste es ja jetzt Berge an Toten überall geben. Jeder Zeuge müsste sagen, ja, in meinem Bekanntenkreis sterben jetzt plötzlich viel mehr Menschen als in den vergangenen Jahren, so in meinem Bekanntenkreis, ich so gehört habe, dass Leute gestorben sind, ja, müsste es jetzt ja geben, denn in England an den überfüllten Stränden und den überfüllten Pubs müssten sich ja jetzt die Leute massenhaft infiziert haben. Gerade ja, weil Großbritannien ja einen Lockdown gemacht hat. Und was macht ein Lockdown? Ein Lockdown verhindert ja den normalen Kontakt mit dem Virus, ja? Also genau genommen ist es ja so, dadurch, dass man jetzt überall den normalen Kontakt mit dem Virus
Viren behindert hat, muss es jetzt ja noch viele Leute geben, die dem Virus noch nicht begegnet sind. Und jetzt auf den überfüllten Stränden und den überfüllten Pubs müssten ja also diese Leute alle dem angeblichen Killer-Virus jetzt neu und zum ersten Mal begegnet sein. Und dafür müssten jetzt lauter Leute tot umfallen. Ja? Interessant wären natürlich besonders die sich nicht in ärztliche Behandlung geben, ob da die Leute sterben, denn wir wissen ja nicht, ob die Medizin nicht die tödliche Ursache ist. Ja, sozusagen Medizin tötet, ja, das ist ja schon lange bekannt, die iatrogenen Erkrankungen und Todesfälle. Ja, also es müsste jetzt ja sozusagen in Großbritannien nach den total überfüllten Stränden und Pubs jetzt Massentote geben, denn die Leute sind ja noch gar nicht erstmals dem Virus begegnet und die müssten ja jetzt voll getroffen werden sozusagen. Pustekuchen. Oder genauso hier diese ganzen, wo war es denn, diese ganzen sozusagen, wo sind denn die ganzen Toten infolge der Black Lives Matter Demonstrationen? Ja, wo sind denn die, wo sie alle ohne Abstand und so weiter sich die eigentlich alle das Virus übergeben haben müssten? Und gerade wegen des Lockdowns in Deutschland müsste es ja noch Millionen von Leuten geben, die überhaupt noch nie dem Virus begegnet sind und die jetzt bei jeder Black Lives Matter hätte es dann Folgetoten in Massen geben müssen. Wo sind denn die bitteschön? Ja, wenn es ein Killer-Virus wäre. Ja, und dann wird im Fernsehen oder von 1000 aktiv Erkrankten wird geredet. Von 1000 aktiv Erkrankten, also größer kann kein Irrtum ja nicht sein, ja? Und hinterher rutscht raus, ja, 78 von den 1000 sind im Krankenhaus gelandet. Also entweder sind 1000 aktiv Erkrankte und davon landen mindestens mal 500 oder 600 im Krankenhaus, oder es sind eben keine aktiv Erkrankten, sondern es sind Leute, die einen kleinen Schnupfen haben und die deswegen natürlich auch nicht ins Krankenhaus gehören und auch nicht gehen, ja. Und wenn da nur 78 ins Krankenhaus gehen und davon nur 10 sterben, dann ist das ein Witz, ja. Dann ist das eine humoristische Einlage, ja. Also das heißt ja, dass 990 von diesen angeblichen Aktiverkrankten zu stark für das Coronavirus waren, ja. Ja, das heißt, 1% von angeblich 1000 aktiven Erkrankten sind angeblich an Corona gestorben und eben angeblich nicht an den medizinischen Maßnahmen, was man als Naturwissenschaftler eben grundsätzlich nicht glauben kann. Ja? Dass nicht ein Teil dieser Leute nicht an der schlechten, an den schädlichen Behandlungen gestorben ist und so weiter, oder an Krankenhauskillerkeimen und so weiter, ne? Ja, dann müssen wir noch hier eingehen kurz auf die Gemeinwohlökonomie. Christian Felber, ja, da müssen wir auch noch eingehen. Ja, das Problem bei dieser ganzen sozusagen Gemeinwohlökonomie ist ja, dass sie letztendlich nur ein Fünftel aller Schäden durch den Kapitalismus beenden würde. Also nehmen wir mal an, wir würden die europazerstörenden Aspekte der Gemeinwohlökonomie rauskriegen aus der Gemeinwohlökonomie, würden nur am Ende eine vernünftigere, abgespeckte oder vernünftiger gemachte Gemeinwohlbilanz haben, mit all ihrer Fragwürdigkeit, weil es sich um subjektive Schätzwerte handeln würde. Und würden das dann anwenden, dann würde trotzdem nur maximal ein Fünftel aller Kapitalismusschäden behoben werden. Denn, ja, also die Gemeinwohlökonomie hätte kein Instrument rauszufinden, ob ein Bio-Brot, ein Bio-Bier, wie viele Menschen das tötet. Hat sie keine Möglichkeit rauszufinden, weil sie eben nicht die Wohlfühlstimme haben, die Gesundheitsdaten haben, die Langlebigkeitsdaten und die
Wirtschaftswunderdaten. Kann die GWÖ also auch dieses ganze Thema Sexualitätsunterdrückung, Unterdrückung des Liebeslebens, kann die GWÖ nicht herausfiltern, weil ihre Gemeinwohlbilanz dafür gar keine Messgrößen hat, wie weit die Menschen konsumsüchtig durch Sexualitätsunterdrückung werden, sich krank essen und krank ernähren und so weiter und Suchtessen betreiben und Übergewicht entwickeln. All das kann die Gemeinwohlbilanz nicht korrigieren und nicht erfassen. Also alles, was wichtig ist, wird durch die Gemeinwohlbilanz, auch wenn wir die jetzt positiv umformen würden, würde trotzdem nicht behoben werden. Also die Gemeinwohlökonomie ist also letztendlich damit eine wertvolle wertlose Kleinkosmetik am Kapitalismus. Nein, die soziale Marktwirtschaft muss insgesamt beendet werden und muss sozusagen, es muss das planwirtschaftliche Schutzdach darüber gesetzt werden aus Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten und den Daten, die für die anderen 20 Reformen nötig sind. Und dann haben wir ein Schutzdach über Markt- und Arbeitsteilung. Und dann kann man gezielt Markt- und Arbeitsteilung dosiert einsetzen zum Nutzen aller. Aber so, wie das die Gemeinwohlökonomie würde das nur ein Fünftel aller Kapitalismusschäden beheben. Also ich würde sagen, eine ziemlich wertlose Angelegenheit, ne? Schluck Wasser. Ja, und dann, viele haben es ja mitgekriegt, ich schaue zurzeit abends immer schön Western, weil das nicht so langweilig ist wie das Fernsehprogramm. Gerade die Western, die so 1950 bis 1960 gedreht wurden. Ja, ist immerhin unterhaltsam. Mich ärgert nur ein bisschen, dass die irgendwie zu wenig Happy Ends haben. Ne? Aber na gut. Also, was lehren uns diese Western? Diese Western lehren uns, dass jeder sozialmarktwirtschaftliche Staat auf der Erde jederzeit ein potenzieller Völkermörder ist. Ja? Also man sieht ganz klar sozusagen, wie jeder, der in der sozialen Marktwirtschaft aufgewachsen ist, und geben Sie ihm ein Gewehr in die Hand, das stärker ist als ein Pfeil und Bogen, und er wird immer Völkermord begehen. Ja? Er wird immer irgendeine Selbstrechtfertigung finden, warum die Indianer keine Menschen sind, sondern Tiere sind und böse Tiere sind und Schlangen sind und alles Mögliche, was man da in den Western so alles hört. Und immer wird irgendwie, gibt es immer mal ein paar Leute, die haben so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber am Ende sind die Indianer immer tot sozusagen. Ja? Also letztendlich sozusagen, solange es noch einen sozialmarktwirtschaftlichen Staat auf der Erde oder einen kapitalistischen Staat auf der Erde gibt, haben wir noch es mit einem potenziellen Völkermörder zu tun, und solange muss Europa stark sein, muss in der Lage sein, sich militärisch zu schützen gegen diese potenziellen Völkermörder. Alles andere ist Dummheit. Und Dummheit, na gut, Fridays for Future hat wieder so geäußert, so quasi so nach dem Motto Grenzen auf für alle. Ja, das ist dann wieder dieses Motto. Ja, wo ist es? Ja, das Grundmotto, alle Menschen auf der Welt sind Genies. Und wenn wir die Grenzen aufmachen für alle, kriegen wir natürlich lauter Genies ins Lande, anstatt zu sehen, dass es ja sein könnte, dass die nach Deutschland drängen, dass es sich da überwiegend möglicherweise um die dümmsten ihrer Länder handeln könnte und die dann die gesamte europäische Volkswirtschaft ruinieren könnten. Da nicht ein Gedanke wird daran verloren. Ja, also Fridays for Future, also sozusagen Grenzen auf für alle, das ist ja auch so diese Grundidee, wie heißt das, der Seebrücke, ja, also Seebrücke transportiert die Leute alle über die See nach Europa, ja,
Und dann, also Grenzen auf für alle und niemand abschieben. Ne? Also warum sollen wir nicht Illegale, die hier kriminell in Deutschland sind und vielleicht auch noch strunzdumm sind und schädlich für die gesamte deutsche Volkswirtschaft wären, warum sollen wir die nicht abschieben? Ne? Aber Fridays for Future ist eben auch sozusagen ein, würde auch uns sozusagen den potenziellen marktwirtschaftlichen Völkermördern in der Welt ausliefern, indem sie uns völlig entwaffnen würden, schutzlos machen würden, wirtschaftlich schwächen würden und sozusagen am Ende uns in die Position der nordamerikanischen Indianer rücken würden, sodass dann Europa einem Völkermord ausgesetzt wäre und abgeschlachtet würde. Ne? Ja, das ist so ist die Situation. Und deswegen also wieder abschließend hier, wo haben wir es? Also wieder die Liste der Leute mit den gefährlichen Irrtümern. Lesen Sie sich wieder durch mit dem Hinweis, dass alles, was wir hier nicht erwähnen, so viel gefährliche Irrtümer aufweist, dass wir es nicht aufführen. Denn wenn wir all die Leute mit ihren Massen an gefährlichen Irrtümern aufführen wollten, dann hätten wir hier jahrelang eine jahrelange Liste, also eine Liste, die es zu lesen jahrelang dauern würde. Nein, wir führen die auf, die sozusagen, mit denen man vielleicht noch reden könnte, ja, weil sie nicht vollständig voll sind mit gewinnbringenden Irrtümern, mit karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümern. Ja, hier lauter Irrtümer. So, dann schauen wir mal hier. Diese Seite. Wie gesagt, lauter Irrtümer. Aber nicht die schlimmsten, denn die schlimmsten sind gar nicht auf der Liste. Ja. So. Und dann noch hier. So. Ja, dann haben Sie alles jetzt wieder angeschaut. Und ja, wieder ein Hinweis zum Schluss. Außerparlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss hat uns gebeten, immer wieder auf ihn hinzuweisen. Ja, vielleicht werden ja auch die Next Scientists for Future als Zeugen dort gehört. Wäre ja schön. Oder eingeladen. Und ja, also generell, also wir haben nach wie vor diese zwei Corona-Ausschüsse. Der eine heißt Corona-Ausschuss im Internet und der andere heißt und bis jetzt der rührigere ist eben der außerparlamentarische Corona-Ausschuss ACU 2020. Und so können Sie die beiden Corona-Ausschüsse aufrufen und sich informieren und ich hoffe, dass beide so vernünftig sind. Mit dem Corona-Ausschuss haben wir ja ein ganz tolles Telefonat gehabt. Ja, mal gucken, ob diese beiden uns einladen oder ob sie am Ende doch wieder keine grundsätzliche Korrektur des Systems wollen, sondern wieder nur eine, wie sagt man, so wie die Gemeinwohlökonomie, so eine Art kleine Fassadenkorrektur ohne grundlegende Korrektur des ganzen teuflischen und kaputten Systems. Ne? Ja, so viel für jetzt. Tschüssi, bis bald. Tschüssi.